Hallo aus Straßburg. Die Plenarsitzung stand weniger unter dem Eindruck der Entscheidungen, die wir diese Woche getroffen haben, sondern vor allem unter jenen, die wir gerade vorbereiten. Darüber nämlich, über den aktuellen Stand zum Thema Investitionsfonds, will ich an dieser Stelle kurz reden. Ja, Sie haben sicherlich alle mitbekommen, dass Kommissionspräsident Juncker sich eine langjährige sozialdemokratische Forderung zu eigen gemacht hat. Sparen allein bringt uns nicht aus der Krise. Wir brauchen intelligente Investitionen in Wachstum und in Beschäftigung. Sein Vorschlag, ein Investitionsprogramm, mit dem insgesamt 315 Milliarden Euro an Investitionen mobilisiert werden sollen. Ein europäischer Fonds übernimmt die Kreditabsicherung für Projektfinanzierung. Mittel aus dem EU-Haushalt garantieren für 16 Milliarden Euro. Weitere 5 übernimmt die Europäische Investitionsbank. Hierüber sollen vor allem private Investitionen gehebelt werden. Es geht dabei um die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen und langfristige Investitionen, die wirtschaftlich tragfähig, aber mit hohem Startrisiko verbunden sind. Deswegen herrscht hier bisher Zurückhaltung, obwohl es eine klare gesellschaftliche Mehrheit gibt. Ein Beispiel ist der Breitbandausbau. Das ist die Idee hinter dem Juncker-Plan. Das ist gut und wichtig und eine Chance für Wachstum. Allerdings nur, wenn es richtig gemacht wird. Und da haben wir als Fraktion, als Sozialdemokraten, noch einige Fragen. Erstens, für die EU-Garantie soll Geld aus dem Forschungsprogramm Horizon 2020 genommen werden. Da sagen wir nein. Bei Grundlagenforschung darf nicht gekürzt werden. Hier und auch die Mitgliedstaaten müssen alternative Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken. Wir können dem Verwalter der Fonds, einem Gremium aus EIB, Kommission, Projektexperten, nicht einfach Geld geben und sie mal machen lassen. Vorher muss ganz klar sein, dass das Geld in sinnvolle, nachhaltige Projekte fließt, wie die energieeffiziente Gebäudesanierung oder eben den Breitbandausbau. Schließlich geht es hier um unsere Steuergelder. Juncker und die verantwortlichen Kommissare hatten bei den Sondersitzungen dieser Woche noch keine Antwort auf unsere Fragen. Aber ihnen ist klar geworden, dass wir noch Arbeit vor uns haben, bis der Rohdiamant-Investitionsfonds geschlossen ist. Und zum Abschluss liegt es mir natürlich noch am Herzen, ein ganz anderes Thema anzusprechen. Ich möchte an einen Jahrestag erinnern. Und wir SPD-Europaabgeordneten haben dieser Woche der Reaktorkatastrophe von Fukushima von vor 4 Jahren gedacht. Aus solchen Ereignissen können wir nur eine Konsequenz ziehen, nämlich Energiewende statt Atomkraft. Viele Grüße nach Nordhessen und bis zum nächsten Mal. Eure Martina.